Guten Tag, mein Name ist Clara Mavella und ich leite das Institut für Cultural Entrepreneurship hier in Berlin. Mein Gast heute ist Professor Gerd Gigerenzer. Wir sind am Max-Planck-Institut, wo er als Forscher, Autor und Direktor wirkt. Guten Tag, Herr Gigerenzer. Schön, dass wir hier sind und dieses Gespräch führen können. Sie haben natürlich immer knappe Zeit, so. Aber können Sie sich erstmal selber vorstellen? Ich bin Gerd Gigerenzer, Direktor des Haring-Zentrums für Risikokompetenz hier am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Ah, okay. Und das Haring-Zentrum für Risikokompetenz ist unter wirklich fantastischen Bedingungen entstanden. Möchten Sie davon erzählen? Ja, also ich habe ein Buch geschrieben, das heißt im Deutschen das Einmaleins der Skepsis, im Englischen Reckoning with Risk. Und es wurde für den Preis der Royal Society of London nominiert. Ich habe ihn nicht gewonnen. Ich war der einzige Europäer, der je, also nicht britische Europäer, der je nominiert worden ist. Es gewinnt immer ein Brite oder ein Amerikaner oder jemand von Commonwealth. Das ist die Regel. Aber ich war unter den letzten sechs und das ging in den in England durch die ganzen Tageszeitungen und ein britischer Investmentbanker hat das gelesen, hat sich eine Kopie gekauft. Sein Name ist David Harding und hat seinen 200 Mathematikern jeweils eine Kopie geschenkt und hat mich da eingeladen zum Vortrag in Imperial College. Ich habe den Vortrag gehalten, am Abend sind wir ausgegangen zusammen und bei dem Abendessen hat sich dieses Haring-Zentrum entwickelt und er hat seither einige Millionen gegeben, damit sozusagen als Entwicklungshilfe nach Deutschland. Also es ist jemand, ein Philanthrop, der gibt seiner Alma Mater, Cambridge, sein Geld, aber wir sind die einzigen Deutschen, die auch davon profitieren. Und das Ziel ist, zu helfen, dass Menschen Risiken besser verstehen und Methoden zu entwickeln, insbesondere im Gesundheitsbereich. Okay, aber bevor wir jetzt dieses Thema vertiefen, viele Leute wissen nicht genau, was das Max-Planck-Institut macht. Ja. Können Sie etwas darüber erzählen? Die Max-Planck-Gesellschaft hat ungefähr 80 Institute, also es gibt nicht das Max-Planck-Institut und meistens in den Naturwissenschaften und wir sind das größte Institut in den Sozialwissenschaften. Und das Institut ist interdisziplinär. Hier sind also Personen aus vielen, vielen, vielen Disziplinen, die zusammenarbeiten. Und die Vision von den Max-Planck-Instituten ist, eine Forschung zu erlauben, die Risiken eingehen kann. Dadurch hat jeder Direktor, also das Prinzip ist, man wählt die Direktoren international sehr, sehr mühsam und sorgfältig aus und dann arbeitet man mit Vertrauen. Und als Direktor hat man Geld für eine Forschungsgruppe, für Forschung, sodass man nicht abhängig ist von den Grants. Das heißt, Grants sind ja gut, ja, um sozusagen die schlechte Forschung rauszubekommen, aber sie hemmen Exzellenz, weil Innovation schwer ist, wenn man per Definition von dem durchschnittlichen Kollegen bewertet wird. Klar, ja, spannend. Aber warum ist Interdisziplinarität so wichtig? Damit Innovation entsteht. Also diese Bildung von Gruppen von Disziplinen, die sich gegenseitig oft abschotten oder schlimmstenfalls aufeinander herunterblicken und sich ignorieren, das ist ja erst im 20. Jahrhundert entstanden. Und und wir versuchen eben das aufzubrechen. Und dass Disziplinen, die etwas miteinander zu tun haben, dass sie zusammenkommen. Und auch zusammen an einem Platz arbeiten müssen. Das wird an Universitäten auch versucht. Aber das Problem ist, wenn jeder Kollege in einem verschiedenen Department ist, in anderen Orten, dann ist die Arbeitsmöglichkeit sozusagen schon um 50% reduziert. Ja, verstehe. Man muss die Personen am besten auf einem Flur haben und die Gelegenheit schaffen, dass sie jeden Tag zusammenkommen
und zusammen reden, zusammen Kaffee trinken, zusammen Tee trinken und dass die Ängste beseitigt werden, nämlich dass man irgendwie etwas nicht verstehen würde. Und Interdisziplinarität hilft auch, weil wenn ein Ökonom mit einer Person aus Machine Learning spricht, dann wissen beide, dass sie nichts verstehen von dem anderen. Ne? Mhm. Und man muss nicht versuchen, Eindrücke zu erwecken, dass man das besser versteht, was eher innerhalb der Disziplinen passiert. Es gibt aber auch eine Interaktion unter den liebsten Menschen, die fruchtbar ist. Wenn ich das sagen darf, ich habe gelesen, Sie sind mit einer renommierten Wissenschaftlerin verheiratet. Was Sie am Frühstückstisch besprechen, ist bestimmt auch sehr spannend, oder? Ja, also unsere Ehe ist interdisziplinär. Meine Frau ist Wissenschaftshistorikerin. Sie leitet ein anderes Max-Planck-Institut hier in Berlin für Wissenschaftsgeschichte. Dort ist sie Direktorin. Und was wir besprechen, das geht natürlich von Alltagssachen bis hin zu den wissenschaftlichen Dingen. Und ich habe sehr viel gelernt, wie wichtig das Verständnis der Geschichte, der eigenen Ideen ist, um überhaupt zu verstehen, was die Alternativen sind und warum man gerade die Fragen stellt, die man stellt. Und wie das historisch kontingent ist. Und dass man auch völlig anders forschen könnte. Oh, jetzt wird es richtig spannend. So, was hat das mit Statistiken zu tun, zum Beispiel, wenn wir jetzt von der Evolution und der Tatsache, dass Sie sagen, dass, das ist ein Zitat von Ihnen, es gibt eine Art Analphabetismus im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und Risiken. Also nochmals zurück zu dem Thema von vorhin. Ich habe meine Frau kennengelernt bei einem Jahr am Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld über die probabilistische Revolution, also das Eindringen von Statistik und Zufall in die Wissenschaften. Also ich habe sie per Zufall bei einer Konferenz über Zufall kennengelernt. Und nun zu dem Thema, die statistisches Denken ist heute so wichtig wie vielleicht Lesen und Schreiben am Anfang des 20. Jahrhunderts. Also das heißt, dass wir das der Bevölkerung beibringen, dass man mit Zahlen umgehen kann, denn man versteht die Grenzen der Zahlen, aber auch die Möglichkeiten. Und das haben wir immer noch nicht erkannt. Wir haben heute jeden mehr oder weniger Lesen und Schreiben beigebracht, aber nicht statistisches Denken. Und da versagen die Schulen, dort wird die Mathematik der Sicherheit gelehrt, nicht die Mathematik der Ungewissheit. Also man lehrt Trigonometrie, Geometrie, Algebra, aber nicht statistisches Denken. Statistisches Denken braucht jeder, Algebra und Trigonometrie brauchen einige. Und das geht weiter in der Ausbildung der Mediziner, in der Ausbildung der Juristen. Da gibt es so gut wie keine effektives Training im statistischen Denken. Ich habe selbst amerikanische Bundesrichter trainiert. Die kann ich so oder so lenken, je nachdem, wie man eine Statistik darstellt oder nicht. Und das Gleiche gilt für die meisten Ärzte. Sprechen wir zum Beispiel ein praktisches Beispiel über diese Mammographie-Screening. Ja. Warum heißt ein positives Ergebnis nicht immer was Schlechtes? Können Sie das wirklich gut erklären? Weil ich selber habe richtig gestaunt, dass ich dann das gelesen habe, was Sie alles erklären. No, also eine Art und Weise zu verstehen ist, Mammographie ist kein besonders guter Test und es gibt viele Falschpositive. Ein Falsch-Positiv bedeutet, Sie bekommen ein positiv verdächtiges Ergebnis, aber Sie sind völlig gesund. Und Falsch-Positive kann jeder verstehen, der mal geflogen ist, ja, am Flughafen, bevor Sie, nachdem Sie eingecheckt sind, dann gehen Sie durch so ein torähnliches Gebilde und da piepst es meistens. Und Sie haben dann doch kein Schusswaffen bei sich. Das ist ein Falsch-Positiver. Und die passieren heute immer wieder. Und bei Mammographie-Screening ist es so, ungefähr so, dass von 10
positiven Screening-Ergebnissen. Also 10 Frauen, die zum Screening gehen und dann einen verdächtigen Befund kriegen. Nur etwa eine Frau hat wirklich Krebs, 9 haben keinen. Also wenn sie einen solchen verdächtigen Befund bekommen, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie eben keinen Krebs haben. Das könnte man ja jeder Frau erklären. Mhm. Ja. Aber wenn man das nicht versteht und der Arzt selber nicht versteht, zu erklären, dann kriegt die Frau Panik und wird durch Untersuchungen durch müssen, die eigentlich überflüssig sind. Ja. Also ich habe selbst Gynäkologen in der ärztlichen Fortbildung trainiert, hier in Deutschland, und die ungefähr 1000, und die meisten von ihnen verstehen nicht, was ich Ihnen gerade gesagt habe, dass ein positives Screening-Ergebnis bedeutet, dass Sie wahrscheinlich eben nicht Krebs haben, sondern die meisten meinen, das ist vielleicht 8 oder 9 von 10 Frauen in der Situation haben Krebs, statt etwa eine. Also das heißt, hier ist eine eigentlich skandalöse Situation, dass wir eben zu wenig tun, um Experten wie Ärzten, wie Richtern oder auch der Allgemeinbevölkerung einfache Konzepte beizubringen. Das kann jeder lernen. Auch die Ärzte lernen das in 90 Minuten, die meisten zumindest. Aber sie lernen es nicht während des Studiums. Und Ihre Arbeit besteht auch darin, eben die Leute zu sensibilisieren, wie wichtig Statistiken sind, wie zum Beispiel mit dieser Unstatistik des Monats. Ja. Und eine von den letzten Monaten, die ich gefunden habe, fand ich spannend, die Kriminalstatistik von Frankfurt. Mhm. Und Sie schreiben, das ist eine Unstatistik. Können Sie uns davon erzählen? Ja, also ich schreibe mit 2 Kollegen, Thomas Bauer, ein Ökonom, und Walter Krämer, ein Statistiker. Ich bin Psychologe von der Ausbildung. Wir schreiben jedes Monat die Unstatistik des Monats. Und das können Sie nachlesen unter unstatistik.de. Das sind alle. Und wir suchen uns eine Medienmeldung, die mal wieder die Zahlen nicht so richtig verstanden hat oder verdreht hat, und erklären das. Alles kurz und einfach. Also diese Meldung war, dass nun Frankfurt ist die Stadt der Kriminalität. Und nun, das Problem dabei ist, dass man, in Frankfurt ist eine Stadt, die täglich ungefähr 300.000 Menschen haben, die dort zur Arbeit reinfahren. Und der Frankfurter Flughafen hat etwa 60 Millionen Besucher jedes Jahr. Und alle die kriminellen Akten von allen diesen Leuten, die außerhalb Frankfurt wohnen und so, werden alle dazugezählt. In München, der Münchner Flughafen ist nahe Freising. Was dort passiert, wird nicht dazu gezählt. Das heißt, das ist so ein Beispiel dafür, dass man da genauer hinschauen muss, auf welche Klasse von Personen sich das Ganze bezieht. Wenn man das nicht beachtet, dann würde man finden, was meinen Sie, welche Stadt hat den höchsten Anteil an Kriminalität? Also welche Stadt ist die kriminellste Stadt? Der Vatikan. Natürlich. Ja. Da wohnen relativ wenig Leute, aber viele Besucher, und die Besucher begehen den größten Teil der Kriminalität. Ich dachte, weil da viele Männer, und die Kriminellen sind meistens Männer. Das ist auch richtig. Aber die schaffen das nicht alleine. Okay. Das ist ja spannend. Ja, da wir bei den Männern sind, wie weit ist jetzt mit Gendering in den Statistiken? Weil Sie wissen, durch diese generische Maskulinum werden Frauen immer mitgemeint. Ja. Dabei leiden, kann man sagen, Frauen auch andere Schicksale, wenn wir an Migration zum Beispiel denken, beziehungsweise Frauenhandel leben anders als Männer. Denkt man in diesem Sinne bereits in der Statistikenwelt? Ich denke schon, dass in der Statistik, also Männer, Frauen und so weiter, das wird immer wieder als Variable einbezogen. Ne? Was wir eher finden in Deutschland ist, dass Frauen, also sagen wir mal Mädchen in der Schule, eher weniger Interesse haben an diesen Fächern als Männer. Obwohl sie es genauso gut könnten. Hier sind wir doch noch ein sehr konservatives Land, in dem Mathe
männliches und nicht weiblich. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die, wo man entweder mehr Vorbilder haben, was immer hilft, wenn eine Frau ein Star ist in einem Gebiet und plötzlich sehen die Frauen, das können wir auch. Aber da sind wir in Deutschland etwas schwach. Mhm. Und das zeigen die, und insbesondere eben auch Westdeutschland, ja, in damaligen Ostdeutschland, da war es eher selbstverständlich, dass eine Frau gearbeitet hat. Mhm. Obwohl sie dann auch noch den Haushalt oft machen musste. Aber in Westdeutschland war das eher die alte Idee, dass, also ich weiß in den 1960er Jahren, wenn ein Mann eine Frau heiratete, dann hörte sie typischerweise auf zu arbeiten. Und wir haben auch bis in die 70er Jahre eine gesetzliche Regelung gehabt, dass eine Frau, die arbeiten möchte, das Einverständnis ihres Mannes bringen musste. Ja, ja. So war das. Ja, ja. Aber inzwischen sind Medizinerinnen, die am meisten studieren, mhm. ja. Aber trotzdem die Chefs und die Höchstprofessoren also sind mhm. immer noch, also diese Positionen ja. werden immer noch von Männern gehalten. Also wir sehen auch in Bayern im Innenministerium sogar einen ja. Rückgang von ja, Frauenpräsenz. So? Mhm. Ja, das sind nur Männer unter Horst Seehofer. Mhm. Ja, okay, aber ich möchte jetzt zu einer Eigenschaft, die eigentlich weiblich ist, die Sie aber so hoch schätzen, und das ist die Intuition. Das ist sozusagen, was Sie dann immer, Sie sprechen häufig und schreiben häufig darüber, wie wichtig diese Knowledge, diese Kompetenz im Sinne von Statistiken und Mathematik ja. ist, aber auch, dass man der eigenen Intuition zutrauen soll ja. und nicht mhm. bei komplexen Problemen komplexe Berechnungen erwarten ja. sollte. Ja. Können Sie darüber reden? Ja, also erstmal, was ist Intuition? Intuition ist gefühltes Wissen, was auf jahrelanger Erfahrung beruht. Also ein Wissenschaftler hat gute Intuitionen in seinem Gebiet. Ein Künstler hat gute Intuition in seinem Gebiet. Ein Fußballspieler hat einen Riecher, wenn er Stürmer ist, wie man Tore schießt. Das ist alles Intuition, also jahrelange Erfahrung. Und es hat folgende Eigenschaften, dass man sehr schnell spürt, ob das nun richtig oder falsch ist oder was man tun soll oder besser lassen sollte. Aber man kann es nicht erklären. Es ist nicht in Sprache. Es ist sozusagen in anderen Bereichen unseres Gehirns, die hat der Sprache nicht möglich. Fähig sind. Und Intuition ist keine Willkür, kein sechster Sinn, keine göttliche Eingebung, auch nichts, was nur Frauen haben. Wir Männer haben auch Intuition. Aber in unserer Gesellschaft hat man ein Problem mit Intuition. Man stellt es gegen, sozusagen Bauch gegen Kopf, was ein Unsinn ist. Und das ist auch, Sie haben das gerade gesagt, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Bauchentscheidung. Ich habe auch über statistisches Denken geschrieben und die Geschichte von Statistik. Man braucht eben beides. Und das ist für manche Menschen schwer zu realisieren. Und, Intuition wird bei uns oft immer noch mit Frauen assoziiert. Frauen sind intuitiv, wir Männer sind rational. Und das ist eine historische Sache, denn Männer wurden über Frauen über Jahrhunderte hinweg gesetzt und Intuition hat das gleiche Schicksal bekommen, die Ratio seit der Aufklärung über Intuition. Und dann hat man die zwei zweitplatzierten Frauen in Intuition zusammengebracht. Das ist die Geschichte. Es gibt keine Evidenz, dass Frauen bessere Intuitionen hätten als Männer oder umgekehrt. Die Evidenz ist die, dass jemand, der sich jahrelang mit einem Problem beschäftigt, bestimmten Art, ein Kameramann, der gute Intuitionen hat, wie man nun eine Person ins richtige Licht setzt, und das ist ziemlich egal, ob der Person eine Frau oder Mann ist, und die Unterschiede innerhalb der Frauen sind wahrscheinlich genauso groß wie innerhalb der Männer. Die unbewusste Intelligenz kann man auch so definieren, ne? Da schreiben Sie auch. Das heißt aber, dass wenn man das so sieht,
dass man wirklich keine komplexen Berechnungen, keine althergebrachte Logik braucht, um rasch und positiv zu reagieren, heißt das, dass man auch keine Angst haben braucht vor der künstlichen Intelligenz, die uns Menschen vielleicht irgendwann mal überrollt, weil eben sie diese Intuition, über diese Intuition nicht verfügen oder nicht so schnell. Oder sie haben genau recht. Also der Kernunterschied aller Formen von künstlicher Intelligenz, die wir heute haben, und den Menschen ist, das, was man nennt, gesunder Menschenverstand oder Intuition. Das ist das Schwierigste für eine künstliche Intelligenz. Und das merkt man in vielen Beispielen. Wir sehen sofort, dass irgendetwas nicht stimmt, aber eine künstliche Intelligenz, die kann das halt nicht. Und wenn es gelingen würde, Intuition in eine künstliche Intelligenz zu programmieren, das wäre sozusagen unser Ende. Dann kann man uns ersetzen. Dann kann man sozusagen der Evolution weiter. Dann geht es also in eine andere Richtung. Silikon und Evolution. Und das kann auch passieren. Aber sicher heute ist es so, dass der Kernunterschied eben ist, so die einfachen Dinge. Man hat es früher in den 70er, 80er Jahren das sogenannte Frame-Problem genannt. Dass wir also Dinge sofort erkennen, die eine künstliche Intelligenz eben nicht erkennen kann. Sie könnten für unser Publikum ein paar Beispiele bringen, was Intuition alles bewirken kann. Mhm. Und zum Beispiel, ich habe dann in Ihrem Buch gelesen, das Beispiel von Harry Markowitz, das ist der deutsche Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, der privat diese Intuition folgt und sein Depot sozusagen in viele erzählen Sie uns davon. Also das ist, in meinen Untersuchungen finde ich es ganz häufig, dass prominente Entscheider intuitiv entscheiden, aber es nie zugeben. Und auch die eigenen Theorien das haben. Also Harry Markowitz ist ein Professor der Ökonomie. Er war an der University of Chicago und er hat seinen Nobelpreis in der Ökonomie bekommen für die Lösung eines Problems. Das Problem ist, Sie haben eine Anzahl von N Möglichkeiten, Ihr Geld zu sogenannten Assets zu investieren. Und Sie wollen nicht alles in einen Topf stecken, Sie wollen diversifizieren, aber wie? Wie viel hier, wie viel da und so? Das ist das Problem. Und er hat so eine Methode entwickelt, die heißt das Mean Variance Portfolio. Das wurde eben dann Nobelpreis gekrönt. Und wie man das ausrechnet, wie für so eine Optimierungsmethode. Das ist Standard-Wahrscheinlichkeitstheorie. Als er selbst sein eigenes Geld investierte für die Zeit nach seiner Emeritierung, dann hat er seine Nobelpreis gekrönte Optimierungsmethode verwendet. So würden wir denken. Nein, er hat es nicht. Er hat eine einfache Regel, wir nennen es eine Heuristik, und Intuition beruht auf solchen Heuristiken, verwendet, nämlich verteile dein Geld gleich. Wir nennen das 1 durch N, also N ist die Anzahl von solchen Optionen, die sie haben, also wenn sie nur 2 haben, dann 50-50 mit 3, ein Drittel, ein Drittel. So. Dann kann man sich fragen, wie gut ist denn das? Und hier ist der Unterschied wichtig zwischen einer Welt, die man kennt, wo alles sicher ist, sozusagen eine Welt von Risiko und eine Welt von Ungewissheit. Wenn die Annahmen seines Modells stimmen und man alles weiß, wie die Zukunft ist, dann ist es natürlich optimal. Aber in der wirklichen Welt des Investierens, da gibt es Ungewissheit. Da reicht Wahrscheinlichkeitstheorie nicht und da können einfache Regeln, so intuitive Regeln, genauso gut oder besser sein. Und es gibt Studien, die gezeigt haben, dass man mit 1 durch N mehr Geld machen kann als mit Markowitz-Optimierung. Aber das ist jetzt interessant, weil das ist gerade was Finanzen angeht. Aber Sie meinen, es gibt eben Risikokompetenz, aber es gibt auch diese ungewissen Felder, wo man anders umgehen sollte mit der Risikokompetenz. Können Sie noch etwas darüber erzählen, bitte? Ja, und das hängt auch mit dieser oberflächlichen Unterscheidung zwischen Kopf und Bauch zusammen. Unter Ungewissheit
Das sind ja die Situationen, die wir meistens haben. Also wie soll man sein Geld investieren? Da gibt es eben keine optimale Lösung. Ja? Oder wen sollen Sie heiraten? Das ist alles mit Ungewissheit, da gibt es Überraschungen. Und so weiter. Wem soll man trauen? Und wie soll man seine Zeit sozusagen jeden Tag einteilen? Wo soll man das hingehen? Und in solchen Situationen, wo die Standardwahrscheinlichkeitstheorie nicht ausreicht, braucht man andere Mittel. Und Menschen machen trotzdem vernünftige Entscheidungen dort und das geht oft mit sogenannten Heuristiken. Eine Heuristik ist eine einfache Regel, wie zum Beispiel 1 durch n, verteile gleichmäßig. Das ist eine robuste, sinnvolle Regel, wenn man die Zukunft halt nicht so gut vorhersagen kann, wie man sie bräuchte, um in dem Fall Markowitz-Optimierung zu machen. Das heißt, in diesem Fall, wenn man ungewiss ist, einfach auf den Bauch hören. Mach es einfach, ja, das ist hier. Und Heuristiken sind ja typischerweise einfach. Und wir studieren das systematisch. Also solche Heuristiken, die kann man mathematisch modellieren, die kann man simulieren, da kann man sehen, wie gut sie vorhersagen. Also man kann das einfach vergleichen, Markowitz-Optimierung mit so 1 durch n oder entsprechenden Dingen. Geben Sie uns noch ein Beispiel bitte, vielleicht für Partnerwahl. Ja, Partnerwahl, ja genau, das interessiert uns alle. Also die klassische Optimierungstheorie würde ungefähr Folgendes sagen. Sie, angenommen, Sie sind 20, Sie denken, jetzt wird es Zeit, langsam mal noch einen Partner zu suchen. Wie sollen Sie das machen? Also die individualistische Theorie ist die, nun, Sie suchen Sie alle die Optionen, alle Männer, die es in Frage kommen. Und dann suchen Sie für jeden Mann, Sie listen sich alle Konsequenzen, die wichtig sind für Sie, also was weiß ich nicht, wird er einverstanden, also wird er Sie nett behandeln, ja? Wird er mit den Kindern da auch dabei sein und mitarbeiten und was immer Sie wichtig sein, ja? Alle Dinge. Und dann schätzen Sie für jede von diesen Eigenschaften den Nutzen, also einen Wert, einen numerischen Wert, dann die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, dass die Person das auch tut, multiplizieren die Nutzen und addieren sie auf und machen die Rechnung. Und dann machen Sie dem Mann mit dem höchsten erwarteten Nutzen einen Antrag. Das ist die Standardtheorie. Das macht nur kaum jemand und auch kein Ökonom. Also ich habe in meinem ganzen Leben einen einzigen Ökonom gefunden, der mir gesagt hat, genauso habe ich es gemacht. Also er hat alle Frauen gelistet, die wo er meinte, dass es eine Option ist. Ich habe nicht gefragt, wie viel. Und dann alle Konsequenzen. Für ihn waren die Konsequenzen andere, nämlich wird es dann auch ein Bauchkribbeln geben nach der Flitterwochen, hat die Wahrscheinlichkeiten geschätzt von all diesen Frauen. Ja. Wird sie auf die Kinder aufpassen, mich in Ruhe arbeiten lassen, hat die Wahrscheinlichkeiten geschätzt. Mit Nutzen multipliziert hat er Rechnung gemacht und hat der Frau mit dem höchsten erwarteten Nutzen einen Antrag gemacht. Sie hat akzeptiert. Er hat ja nie erklärt, wie er die Wahl getroffen hat. Und wie lange waren Sie dann zusammen? Jetzt sind Sie geschieden. Aber das passiert vielen. Ah, ja, das ist unabhängig. Also das ist so die Standardtheorie, wenn man sie wirklich machen wollte. Nun, man sieht sofort die Schwierigkeiten, ja, weil man die Zukunft eben nicht so vorhersagen kann. Die meisten Menschen versuchen halt dann, gehen anders vor. Und es gibt auch ganze Länder, wo diese Entscheidungen gar nicht so sehr getroffen werden von den Personen, sondern da treffen sie die Eltern etwa. Indien, gutes Beispiel. Es werden immer noch die meisten Ehen über die Eltern geschlossen und die Kinder haben dann vielleicht eine Auswahl zwischen 3 oder 4 oder 5 oder 6, und so, aber das ist alles. Es gibt Heuristiken, auch individualistische, sozusagen, man hat ein Anspruchsniveau und man sozusagen sucht die erste Frau oder den ersten Mann, der das erfüllt. Und wenn man niemanden findet, dann geht man runter und so weiter. Es gibt viele solche heuristische Strategien im Bereich von Partner. Also ein berühmter Philosoph hat einmal gesagt, Männer haben eine ganz einfache Regel, nämlich versuche, die Frau zu bekommen, die deine Freunde möchten. Das heißt, man muss gar nichts wissen über diese Person. Und bei manchen Männern, also schon verheirateten Männern, gibt es Untersuchungen, man hat sie über Einzelheiten ihrer Ehefrau gefragt. Zum Beispiel,
Augenfarbe und die waren sich nicht alle sicher. Und wenn man so eine Heuristik verwendet, dann braucht man das ja auch gar nicht. Es gibt so einen Bereich, wo aber diese Heuristiken wirklich lebensrettend sind, und das ist die Medizin. Sie sprechen auch viel darüber und forschen viel darüber. Ja. Können Sie uns auch was davon erzählen? Also, wir entwickeln sogenannte Entscheidungshilfen, intuitive Entscheidungshilfen, die Medizin, mit den Medizinern zum Beispiel Herzinfarktdiagnosen, also Zuweisungen zu Intensivstationen machen. Und in der Medizin ist es sehr wichtig, dass man einem Arzt nicht so eine multiple Regression oder logistische Regression in die Hand gibt, weil die meisten Ärzte können damit nichts anfangen und schieben das auch weg, sondern wir bauen einfache Entscheidungsbäume, die ein Arzt sofort verstehen kann, auch im Gedächtnis haben kann und dann zum Beispiel in Notsituationen auch sofort anwenden kann. Und das ist, man hat heute Machine Learning Algorithmen, wo ein großes Problem ist, dass die meisten nicht verstehen, was da vor sich geht. Und ich schreibe gerade ein Buch mit drei meiner Machine Learning Personen, versuchen das Ganze zusammenzubringen. Also verstehbares Machine Learning in der Form von solchen einfachen Heuristiken, die in der Regel genauso gut sind wie komplexe Modelle, aber die einfach verständlicher sind. Sie haben auch diese glückliche Situation, wo Sie Ihre Bücher in über 20 Übersetzungen lesen können. Wie ist es das? Ich verstehe sie nicht. Also es ist, ich schreibe in Englisch und es ist schon Arbeit genug, weil ich dann nicht nur das Englische, sondern auch das Deutsche korrigiere, das dann jemand übersetzt, und man sieht dann auch, wie selbst ein professioneller, guter Übersetzer doch einige Dinge dann am Ende wieder falsch hinkriegt. Also ich möchte nicht wissen, was in meinen chinesischen, koreanischen oder japanischen Übersetzungen steht. Okay, gut. Ja, und jetzt kommen wir zu diesen, ich will nicht sagen dritten, sondern richtig Konsequenz aus Ihrem ganzen Werk, ist, dass Sie sagen, Sie möchten, dass die Menschen dem Paternalismus, was man auch als Nudging bezeichnen kann, entkommen, dass durch Algorithmen und Dinge, die man nicht versteht, entsteht, und dass wir Bürger und Bürgerinnen so unsere Mündigkeit behalten. Wie machen wir das? Also ich glaube daran, dass eine Demokratie nur funktionieren kann und nur Überlebenschance hat, wenn die Bürger mitdenken. Wenn sie informiert sind, mitdenken und auch den Mut haben, mitzuentscheiden. Es gibt im Moment eine Entwicklung in den Sozialwissenschaften, wo man behauptet, dass der Bürger Risiken nicht versteht, nicht rational ist. Zweitens, dass da auch wenig Hoffnung ist, das zu verändern. Und dazu werden immer visuelle Illusionen gesagt. Also unsere kognitiven Illusionen seien so wie visuelle Illusionen. Also kann man nichts machen. Drittens, dass diese Demonstrationen von Fehlern, das meistens logische Fehler sind, nun etwas zu tun hätte mit Gesundheit, mit Fettleibigkeit, mit dass Leute arm sind und so weiter. Und dass dann als Konsequenz man den Staat ruft, damit er eingreift und eine Form von Paternalismus praktiziert, die Libertarian Paternalism heißt. Also eine weiche Paternalismusform, wo man den Menschen die Wahl offen lässt, aber sie steuert in eine bestimmte Richtung. Also im Wesentlichen mit den alten Methoden von Marketing und Werbung. Ich denke, das ist nicht die Zukunft von einer Demokratie. Wir brauchen auch nicht mehr Paternalismus im 21. Jahrhundert, wir brauchen weniger. Und so entwickeln wir eben Methoden, die Menschen helfen, Risiken besser zu verstehen. Und wir haben auch gezeigt, dass das funktioniert. Es eben nicht richtig ist, dass Menschen hoffnungslos seien. Also wir können Ärzte trainieren, sodass sie Unsicherheiten und Risiken verstehen. Und wir haben Richter trainiert,
Und wir arbeiten mit Schulen zusammen und in der Ausbildung. Und vor allen Dingen haben diese logischen Probleme, die man so findet, herzlich wenig zu tun mit den wirklichen Problemen, wie zum Beispiel Fettleibigkeit, wie zum Beispiel, dass Menschen abhängig sind von Rauchen oder inzwischen von ihrem eigenen Smartphone und selbst beim Autofahren noch unbedingt nachsehen müssen, wer einem gerade kontaktiert und auch noch antwortet. Also diese Probleme sind völlig andere Probleme. Und wir arbeiten daran, sozusagen ein Stück mehr Richtung Aufklärung zu kommen und die Bürger ernst zu nehmen und ihnen zu helfen, statt sie zu nudgen. Was kann ich denn als Bürger oder Bürgerin tun, um jetzt mit Ihnen in Kontakt zu kommen, um diesem Paternalismus zu entkommen? Jetzt also praktisch. Im Gesundheitsbereich haben wir eine Webseite von dem Harding-Zentrum, so Harding Center, MPG, Max-Planck-Gesellschaft.de. Das finden Sie überall. Da stehen zum Beispiel im Gesundheitsbereich sogenannte Faktenboxen. Das heißt, sind Zusammenfassungen von allem, was wir wissen über Knieoperationen, Mammographie-Screening, Impfung und solche Dinge in einer verständlichen Form, ohne dass man Tricks wie relative Risiken und solche benutzt. Das ist ein Weg, da kann man sich informieren. Und wir arbeiten, wie gesagt, mit verschiedenen Institutionen zusammen, auch mit der Bank von England, um mehr Sicherheit in die Finanzpolitik und Wirtschaft zu bekommen, indem man die Dinge einfacher macht, statt die komplexen, intransparenten Berechnungen, die da passieren. Und ich glaube, dass jeder Einzelne etwas dazu beitragen kann, indem man sich informiert. Man muss erstmal wissen, wo man verlässliche Informationen findet. Das wird immer schwieriger durch das Internet, weil die meisten Webseiten eben interessengetrieben sind und nicht wissenschaftlich getrieben sind. Aber das kann man alles lernen. Und wenn man das Leben ein bisschen selber in die Hand nehmen möchte. Und es gibt auch neben Nudging eine Fusion von Big Data und Nudging, die wir Big Nudging nennen, wo man versucht, über Big Data und über das Internet das Verhalten der Menschen zu steuern. Sie zum Beispiel in bestimmte Richtungen zu drängen, sodass sie eine bestimmte politische Partei wählen und nicht eine andere. Also es ist alles Nudging, niemand wird gezwungen, aber alle werden gesteuert. Und dazu braucht man natürlich auch die Bereitschaft mitzudenken, um dem zu entgegnen. Und auch den Mut, selber Verantwortung zu übernehmen und die Fernsteuerung der eigenen Emotionen wieder selbst in die Hand zu nehmen. Das ist ja wunderbar. Okay, gut, dann verstanden. Wir werden das so machen, wie zum Beispiel, wenn es sein muss, wie Jérôme Lanier sagt, man sollte eigentlich diese Social Media alles absagen eine Weile, weil man durch Negativität und die negativen Emotionen sind die am meisten verbreitet werden, die Menschen gesteuert werden. Und alleine die Negativität führt zum Populismus und so weiter sogar. Also ich bin persönlich auf keinem Social Media. Ich hätte die Zeit gar nicht dazu. Und ich muss auch nicht alle Katzenbilder sehen, die dort sind. Und für mich ist E-Mail schon eine Belastung. Also ich habe einfach Selbstregeln. Ich versuche vor dem Mittagessen keine E-Mail zu sehen, weil sonst ist mein Vormittag zerstört. Und jeder kann so ein bisschen Selbstkontrolle selber entwickeln und sich Zeiten und Freiräume zu schaffen, die viele nicht mehr haben, weil sie abhängig sind. So, in vielen Ländern gibt es Statistiken, dass die durchschnittliche Person alle 10 Minuten das Smartphone einschaltet und nachschaut, was immer. Und ein solches Leben führt natürlich dazu, dass die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr gut da ist. Und wir wissen auch von Studien in den USA, dass Menschen, je mehr Zeit sie auf sozialen Medien verbringen, desto einsamer fühlen sie sich im Vergleich zu den Generationen vorher. Und das ist eine Entwicklung, die
nicht, also manchmal hat es gute Sachen, also zum Beispiel die Teenage Pregnancy in den USA ist zurückgegangen, ach, weil man digital halt schwer schwanger werden kann. Auch physikalische Auseinandersetzungen zwischen meistens männlichen Jugendlichen haben sich in entsprechende digitale Beschimpfungen übersetzt. Zumindest kriegt man keine blauen Flecken, aber das tut psychisch nicht gut. Und was man sagen kann, dass die insbesondere sozialen Medien einen massiven Einfluss auf unsere Psyche haben. Und die Generation, die jetzt kommt. Und vor allen Dingen auch, ich sehe immer mehr Eltern, die einen Kinderwagen schieben, das Kind schaut zu ihnen und die Eltern schauen auf ihr Smartphone. Ja. In den USA gibt es Studien, die nahelegen, dass dieser massive Smartphone-Gebrauch von Eltern die Sprachentwicklung der Kinder hemmt. Und auch die emotionale Entwicklung, weil man den Blickkontakt nicht mehr so häufig hat mit den Eltern. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Und bevor wir zu Ende müssen, habe ich noch einen Wunsch. Und zwar, wir haben gesehen, dass es so schön ist, dass die Leute aus ihren Büchern lesen, vorlesen, aus den Büchern, die sie selber geschrieben haben. Und ich möchte Sie bitten, eine Seite aus dem Buch Risiko, wie man die richtigen Entscheidungen trifft, vorlesen. Und das ist die Seite über die Schule revolutionieren, aber da geht es auch um diese mündige Bürger. Ja. Mhm. Bitte. Gut. So, es beginnt mit einem Zitat von Thomas Jefferson. Immer wenn die Menschen gut informiert sind, können sie mit einer eigenen Regierung betraut werden. Also das ist auch die Kernidee, man muss die Massen bilden, nicht nur die Leute oben. Gut, das Kapitel heißt die Schule revolutionieren. Das wäre das Nachhaltigste, was man machen könnte. Tilly Smith, ein 10-jähriges englisches Schulmädchen, lag 2004 mit ihren Eltern am Strand von Phuket. Plötzlich zog sich das Wasser zurück. Die Boote begannen auf den Wellen zu tanzen, während andere Touristen zu den Fischen liefen, die auf dem Strand zappelten, sagte sie: Mami, wir müssen sofort vom Strand verschwinden. Ich glaube, es gibt einen Tsunami. Kurz vor den Ferien hat Tilly in Erdkunde einen Videofilm über einen Tsunami auf Hawaii gesehen und die Warnzeichen gelehrt. Die Eltern nahmen die Warnung des kleinen Mädchens ernst, empfahlen den anderen, sich ebenfalls in Sicherheit zu bringen und informierten das Hotelpersonal, das den Strand evakuierte. Tillys Strand gehörte zu den wenigen in Phuket, auf denen niemand getötet oder ernsthaft verletzt wurde. Milliarden werden in die Entwicklung von Tsunami-Warnsystemen gesteckt, was zu begrüßen ist. Aber Technik allein hilft nicht. Das größte je gemessene Erdbeben mit der Stärke 9,5 ereignete sich im Mai 1960 vor der Küste Chiles. Es erzeugte eine riesige Tsunamiwelle, die auf Hawaii zuraste. Dort funktionierte die Technik wie geplant. Das automatische Warnsystem wurde ausgelöst und Stunden bevor die Insel erreicht wurde, heulten die Tsunami-Sirenen auf. Doch die meisten Menschen, die Sirenen hörten, wussten nicht genau, was der Lärm bedeutete und brachten sich nicht in Sicherheit. An diesem Tag starben auf Hawaii 61 Menschen. Die Technik hat nur begrenzten Wert, wenn die Menschen sie nicht verstehen. Ein risikokompetentes Kind kann genauso wirksam sein wie ein ausgeklügeltes Warnsystem. Im Oktober 2009 erschien in der Zeitschrift Nature ein vierseitiger Bericht mit dem Titel Risk School. Dort wurden meine Vorstellungen zur allgemeinen Risikokompetenz verglichen mit der vorherrschenden paternalistischen Auffassung, dass Menschen mit dem Verständnis von Risiken im Grunde genommen hoffnungslos überfordert seien und deshalb
ein Tritt in Richtung des gewünschten Verhaltens brauchten. Ich habe nichts gegen einen kleinen Anstoß, aber als Philosophie des 21. Jahrhunderts ist dies, also Nudging, ein beunruhigendes Programm. Wir wollen keine künftigen Generationen, die ihr Leben nur bewältigen können, solange sie von anderen gezogen und gestoßen werden. Unsere Kinder haben Besseres verdient. Die moderne Technik bringt unvermeidlich neue Risiken mit sich. Warnend weisen Soziologen darauf hin, dass wir in einer Risikogesellschaft leben und von Gefahren bedroht sind, die eben durch diese Zunahme des Wissens geschaffen werden. Doch neue Technologien bringen nicht nur Gefahren, sondern eröffnen auch Chancen. Anstelle von Lamentos brauchen wir eine neue Generation von Menschen, die mit diesen Gefahren umgehen können. Kurzum, nicht die Risikogesellschaft, sondern die risikokompetente Gesellschaft ist unsere Zukunft. Wunderbar. Vielen Dank und alles Gute.